In Schleswig-Holstein, Berlin und NRW dürfen unter Corona-Auflagen die Clubs wieder öffnen. Nur auf der Lieblingsinsel der Deutschen, Mallorca, ist die Partyhochburg Nummer 1, der Megapark, immer noch dicht. Für Malle-Star Easy Glück unverständlich. Ich als Künstlerin wünsche mir natürlich, dass der Megapark öffnen kann, dass es da Möglichkeiten, auch gegeben werden von der Politik hier. Aber mit 200 oder 300 Leuten, das liegt, glaube ich, total auf der Hand, dass sich das nicht rentiert. Easys letzter Auftritt im Megapark war im September 2019. Seit knapp 2 Jahren herrscht im Partyparadies ihres Ehemannes Carlos Lucio Stille. Man sieht dann nachts eben doch die Menschenansammlungen hier auf den Straßen und fragt mich, würde es nicht mehr Sinn machen, den Megapark zu öffnen, wo du Security hast, wo du Kontrollen hast? Vor Corona haben im Megapark bis zu 5000 Urlauber gefeiert. Dadurch, dass der Megapark komplett wegbricht gerade, bricht mir das natürlich auch extrem das Herz, weil das ist so unser Herzstück. Hier erreichst du einfach auf einen Schlag so viele Menschen mit der Musik. Seit Corona hat sich ihr Leben extrem verändert. Mein Alltag im letzten Jahr war tatsächlich relativ eintönig. Ich habe mich dann auch ein bisschen umorientiert. Ich habe angefangen, Online-Partys zu machen über Instagram und über Twitch. Ich habe auf Instagram versucht, so viel wie möglich in Kontakt mit den Leuten zu bleiben, habe lustige Aktionen geplant und gemacht und natürlich weniger Geld verdient, das ist natürlich ganz, ganz klar. Aber trotzdem habe ich eigentlich immer versucht, positiv zu bleiben und mit den Leuten zu interagieren. Doch derzeit bleibt der Sängerin wohl nur die Hoffnung auf 2022. Ich bin ein Mann, der sich nicht mehr so gut fühlt.